Für mich war es ganz wichtig, dass dieses Baby wunderschöne Augen hat. Man bekommt halt auch Zugang über die Puppe, dass man halt dann Gespräche führen kann. Total schön, dass man die Kniegelenke bewegen kann, die Füße in die richtige Rotation. Ich stelle Ihnen jetzt einfach mal die Geschichte von unserem Philipp vor. Philipp, das ist meine Babypuppe, die ich mit Frau Meyer-Botling zusammen konzipiert habe, direkt für die Arbeit emotionelle Erste Hilfe. Dann drehe ich jetzt mal den Philipp hier um. Also als erstes finde ich sehr schön die wunderschöne Nase, die glasklaren Augen. Und mir war ganz wichtig, weil wir das bei der Schmetterlingsmassage brauchen, dass die Mütter auch die Ohren sehen können. Und die vielen kleinen Fingern, weil wir die nachher mal ausschütteln müssen. Dazu haben wir zwei schöne Beine, die wirklich auch so liegen wie wie Babybeine liegen. Und die Füße auch wieder ausgestattet mit dem großen Onkel und den anderen vier kleinen Tanten dazu. Das war mir sehr wichtig, um es halt naturgetreu aussehen zu lassen. Philipp hat hier auch kleine Brustwarzen und einen Bauchnabel. War mir wichtig, weil ich für die Schmetterlingsmassage einfach die Brustwarzen und den Bauchnabel brauche. Ich drehe jetzt mal unseren Philipp um. Und hier sehen wir die zwei Besonderheiten, nämlich die Popo-Grübchen. Auch das ist wichtig, um meine Schmetterlingsmassage zu zeigen, brauchte ich diese Grübchen, um einfach eine Andeutung zu haben, wo fängt der Popo an. Oder bei einer Halterarbeit eben zu sagen, so im Lendenwirbelbereich und Hals-Schulterübergang hält man das Baby. Da kommen wir dann aber später nochmal zu. Das ist ein Baby der neueren Generation. Die ist für mich sehr wertvoll, weil ich hier auch Frauen habe, die eine Tod- und Fehlgeburt erlitten haben und nicht die Chance bekommen haben, in der Klinik von ihrem Baby Abschied nehmen zu können. Und aufgrund dessen, weil die Materialien so weich ist und es nicht ein kaltes, totes Gewebe ist, schmiegt sich das Baby gut an und die Mutter hat wirklich in dem Moment ein Gefühl, sie hält das Baby im Arm, was sie verloren hat und kann einfach dem Baby nochmal sagen, was ihr so schwer gefallen ist, was sie ihm so gerne mit auf den Weg gegeben hätte, was für Zeiten sie sich gern gewünscht haben. Es ist halt schön, wenn die Babys die Augen zu haben. Das Besondere hierbei wieder an dieser Puppe ist, sie hat ein unheimlich liebes Gesicht. Also das hat wirklich was Ansprechendes. Das ist für die Mütter dann auch immer sehr wichtig oder auch Väter. Also ich habe auch Väter hier, die eben halt auch die Trauer verarbeiten und dann auch diese Puppe in den Arm nehmen und ihr erzählen, was sie so gerne mit dem Baby gemacht hätten, was für Ausflüge, welche Spiele sie gerne gespielt hätten. Ich hatte mir eine Puppe von Cassiopeia ausgesucht, weil sie so wunderbar anschmiegsam ist, weil Cassiopeia mir die Puppen so produziert, wie ich sie gerne haben möchte. Zum anderen war mir wichtig, dass dieses Baby einfach klare, schöne, ansprechende Augen hat, damit, wenn ich mit meinem Philipp spreche oder eine Mutter mit meinem Philipp spricht, auch das Gefühl hat, mit jemandem sprechen zu können. Das freundliche Gesicht entspannt einen. Vor allem sind das alles wirklich sehr hochwertige Materialien, so dass man nicht etwas Kaltes in der Hand hat, sondern etwas wirklich Schönes, Warmes. Ein zweiter Bereich, in dem die Puppen sehr gut zum Einsatz kommen können, ist die Therapie nach Bobart. Ganz kurz zusammengefasst ist die Bobart-Therapie eine Therapie, die von der normalen Bewegungsentwicklung ausgeht und guckt, wo Defizite in der Entwicklung entstehen können. Und diese werden spielerisch ausgeglichen in der Therapie. Und ich mache es dann meistens so, dass ich die Eltern oder ich das Kind nehmen oder die Puppe und die Eltern die Bewegung nachmachen können. Und man sieht auch wieder bei der Puppe, dass der Kopf gut getragen wird und die Reaktionen auch ganz gut nachempfunden werden können. Ne? Und dann legen wir das Baby auf den Schoß. Und dann kann man zum Beispiel auch ganz schön anfangen, erstmal den ersten Kontakt aufzunehmen über die Füße, weil da sehr viel einfach auch an Bindung passiert. Genau. Also über die Fußmassage, ne? Der erste Kontakt, der aufgenommen werden kann, ist auch sehr gut, wenn die Kinder so in den ersten 3 Monaten unter Verspannungen leiden oder unter diesen sogenannten 3-Monats-Koliken.
Ist auch sicherlich sinnvoll, wenn man Geburtsvorbereitungskurse anbietet. Selbst da kann man die Puppe schon einsetzen, denn das ist ja so das erste Herangehen, auch dass die Paare dann dorthin kommen können und dass da einfach auch schon sowas besprochen wird. Ne? Mit dem Windelwechseln auf dem Wickeltisch, wie hebe ich das Kind hoch, wie sind richtige Schlafpositionen auch ganz wichtig. Ne? Also das ist auch so ein Thema nochmal vom Handling her. Ne? Wenn ich das Kind jetzt ins Bettchen lege, ist es auch ganz gut gleich schon über eine Drehung, ne? Also über die Seite, Becken, Schulter, Köpfchen und dann in die Mitte. Und es ist ja oft so, dass viele Babys relativ schief liegen, allein durch die Lage im Mutterleib. Und da kann man den Eltern schon mal gleich grundlegend zeigen, ne? Wie man das von vorne herein ganz gut korrigieren kann. Also dafür finde ich die auch sehr sinnvoll und gut geeignet. Hier kann man jetzt auch noch mal sehr schön sehen, dass die Therapiepuppen auch gut geeignet sind zum Vorführen von Tragetuchmodellen oder Tragemodellen für die Eltern, weil das eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn vorher die Handgriffe ein paar Mal geübt werden zu zweit und dass es dann, wenn man das echte Baby anschnallt, nicht so stressig für das Kind ist. Und das, finde ich, kann man hier sehr deutlich sehen, dass das eigentlich erstmal zum Proben wunderbar klappt mit den Therapiepuppen. Ja, also die Senioren hier kriegen sofort ein Strahlen im Gesicht. Also man sieht das sofort, so dieses Leuchten in den Augen. Und man merkt auch, also sie behandeln es nicht wie eine Puppe, sondern wirklich wie ein Baby. Man bekommt halt auch Zugang über die Puppe, dass man halt dann Gespräche führen kann. Über die Kinder, wie das früher war, was sie zu essen bekommen haben, was sie für Kleidung hatten. Und die Bewohner haben auch einen zufriedeneren Eindruck, wenn sie einfach so ein Baby halten können, so eine Puppe in den Armen halten. Dann strahlen die halt richtig Freude aus und Zufriedenheit. Die ist in den Dementenbereich gekommen, die Puppe. Wir hatten uns entschieden, wir geben die in den Dementenbereich, weil da eben halt am meisten Bedarf ist, mit kleinen Kindern oder Tieren Therapie anzusetzen. Und Frau Jakob hat die Puppe sofort als Baby akzeptiert und angenommen. Und wir dürfen sie auch nicht mehr wegnehmen. Also das ist ihr Baby und das ist jetzt auch so lange, wie sie lebt halt noch. Und dann geht sie halt wieder in den Dementenbereich über. Also diese fühlt sich genau an wie ein Baby. Also der Hintern ist so wie so ein Pampers-Hintern. Und das Gewicht ist halt wie ein Baby. Die Haltung ist wie ein Baby. Also das ist eine ganz andere Zusammensetzung vom Ganzen wie bei den Therapiepuppen. Also die sind halt schon viel, viel realistischer vom Gewicht und von allem. Also das ist... Man hält die automatisch gleich so. Und bei diesen hier, weil eben halt das Gewicht so ist und auch die sich so anfühlen, ist das für sie wirklich eine Assoziation zum Baby. Und dann kommt gleich ganz anderes Leuchten, ein ganz anderer Umgang. Und dann ist das für sie auch kein Spielzeug, wie eben halt eher bei der Therapiepuppe. Das ist eher Spielzeug, wobei dies hier eher verbunden wird mit den eigenen Kindern oder Enkelkindern schon. Ne?